Du willst dir eine Katze holen? Oh, cool. Warte. Eine? Warum? Nein. Die jagen allein, aber das sind keine Einzelgänger. Katzen brauchen Artgenossen. Zum Spielen? Zum Putzen? Soziale Interaktion? Oder sprichst du kätzisch? Naja, sie kann Verhaltensauffälligkeiten kriegen. Dann brauchst du noch Katzenfutter, einen hohen Fleischgehalt, um die 70%, 1500 Milligramm Taurin. Nein, nein, weil das so ist, als würdest du jeden Tag zu McDonald's gehen. Gehst du jeden Tag zu McDonald's? Oh. Warum soll deine Katze dann jeden Tag zu McDonald's? Naja, das ist halt teuer, Tierarztbesuche. Sie sollte nicht so lange alleine sein. Und vor allem dann sollte sie einen Artgenossen bei sich haben. Ja, das kann man machen. Warst du aber schon mal in einem Tierheim in deiner Nähe? Mach das mal. Ich wette, du wirst dich verlieben. Kratzmöglichkeiten. Entweder deine Katze dann später Freigang oder du hast einen gesicherten Freigang, du gehst mit ihr mit der Leine raus. Natürlich ist die Katze kein Hund. Aber vielleicht will sie auch mal Gras unter ihren Pfoten spüren. Ja, wenn sie gar nicht raus kann, dann muss man sie halt zu Hause schön machen. Indem du zum Beispiel an den Wänden Klettermöglichkeiten hast, dir ein Laufrad holst, viel mit ihr spielst. Spielen ist super wichtig. Das ist Wasser. Für die Feuchtigkeit. Ich weiß, dass es Nassfutter ist. Aber du willst ja auch, dass die Katze mehr Flüssigkeit zu sich nimmt, weil es ein Wüstentier ist und die generell wenig trinken. Trockenfutter? Hast du gerade gesagt, Trockenfutter? Ich glaube, ich habe mich verhört. Nein, Spaß. Der Kuschler hat selbst Trockenfutter gefressen, bis er irgendwann Blut gepinkelt hat.